Tag auch und willkommen zur vierten Folge von Let's Play Mega Man X. Die 8 Mavericks sind alle platt, deshalb dringen wir jetzt in Sigmas Festung ein. Lass uns aufteilen. Ich werde zuerst reingehen und du kannst reinrutschen, während ich die primären Verteidigungsanlagen beschäftige. Jo, machen wir so. Zuerst schnappen wir mal eine Waffe. Den Storm Tornado, der ist in dem Level ganz hilfreich. Diese, ja, sind das Schildkröten? Weiß ich nicht, ich sag mal Schildkröten. Sind mit der Waffe ziemlich einfach zu besiegen, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt wechseln wir nochmal, diesmal aufs Rolling Shield. Laden ihn einmal voll auf. Und dann können wir uns mit dem Schild schützen. Hier ist nämlich eine ziemlich nervige Sprungnummer und ihr seht, hier sind einige Flugviecher unterwegs, die das Ganze noch ein bisschen verkomplizieren. Da gab es noch ein Leben. Und wir sind drin. Zurück zum Storm Tornado. Na. Die Waffe ist echt der Knaller. Na, was mache ich denn für Blödsinn? Oben rechts sehen wir schon eine Tür. Da kommt Weil. Bleib zurück, X. Ich werde mich um ihn kümmern. Was soll's, hinterher. Das hat nicht lange gedauert. X, mach, was ich dir sage, oder er ist Geschichte. Hör nicht auf ihn, X. Mach weiter und spreng ihn. Träum weiter, Zero. X weiß, dass er mich nicht besiegen kann. Mein gepanzerter Träger ist zu viel für seine antiken Waffen. Blöderweise hat er damit recht. Genau wie in der ersten Mission ist auch hier wieder in diesem Teil nicht zu besiegen. Deswegen können wir uns wieder einfach nur draufgehen lassen. Wo will er denn hin? Na, kommen Sie zu. Vielleicht, aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Was für eine bedeutungslose Geste. Ich kann nicht so einfach besiegt werden. So, X, jetzt sind es nur noch du und ich. Was zum... Wo kam diese Energie her? Es macht wirklich keinen Unterschied, wie viel Energie du absorbierst, X. Du bist immer noch viel zu schwach. Bereite dich darauf vor, terminiert zu werden. Jetzt haben wir bei ihm rechts auch eine Lebensenergieanzeige, das heißt, jetzt können wir ihn endlich auch vernichten. Wir nehmen den Rolling Shield, weil dagegen ist er anfällig. Ah! Von den gelben Dingern wollen wir nicht getroffen werden, damit fängt er uns wieder ein. Das war's auch schon.
X, ich habe zu viel Schaden erlitten. Das automatische Reparatursystem kann das nicht bewältigen. Meine Kraft schwindet schnell. Deine Macht ist größer, als ich dachte. Vielleicht kannst du Sigma zerstören. Das ist der Plan. Hätten wir das Upgrade für die Waffe noch nicht geholt, hätten wir es spätestens an dieser Stelle gekriegt. Wir versuchen einfach mal, ob wir hier zügig durchkommen. Zwei Treffer. Oh, das war doch okay. Hier wird es ein bisschen kniffliger. Wir nehmen mal Chameleons Ding. Voll aufgeladen werden wir damit unverwundbar. Und sehen zu, dass wir möglichst schnell hier hochkommen. Ich glaube, lange hält das nicht mehr. Da ist zu Ende. Das hat aber ganz gut gepasst. Hier ist die nächste Tür. Wie in den anderen Mega Man-Teilen auch, müssen wir gegen alle Mavericks noch einmal antreten. Jetzt nochmal Boomer Kuwenga. Wir rüsten Homing Torpedo aus. Beim ersten Anlauf hatten wir die Waffe noch nicht. Diesmal dürfen wir mit der Waffe gegen ihn kämpfen. Komisch, jetzt teleportiert er sich gar nicht. Jetzt fängt er an. Vielen Dank an die Torpedos. Dann mal weiter. Wir rüsten wieder Chameleons Ding aus und hoffen, dass wir damit zügig vorwärts kommen. Dankeschön. Das passt ja auch ganz gut. Hier ist wieder eine Schleuse, das heißt, wir haben das Ende des Levels erreicht. Jetzt dürfen wir gegen eine Spinne antreten, die ist gegen Shotgun eisanfällig. Und die läuft immer an diesen, ja, kann man das Fäden nennen? Immer diesen Weg runter. Ich schaff's leider nicht so gut zu erraten, wo sie unten rauskommt. Zu verletzen ist sie nur, wenn sie unten ankommt und das Auge aufmacht. Halbzeit. Mist. Jetzt ist sie auch schon ein bisschen schneller geworden. Und sie lässt ganz gerne ab und zu mal Spinnen fallen. Verdammt. Da war ich nicht schnell genug. Mist. Wir nehmen mal sicherheitshalber einen von unseren Energietanks. Habe ich zwar auch gesehen, aber zu spät. Ein Treffer noch, dann haben wir's. Jawohl. Dann gleich mal weiter. Hier gibt es auch nochmal so eine Stromnummer, aber die ist nicht ganz so beknackt wie die beim Level davor.
Das war's auch schon. Ja. Ja, volle Energie wäre nicht verkehrt. Da oben sehen wir schon dieses Teil, das heißt, der Chill-Pinguin kommt jetzt. Beim ersten Anlauf hatten wir auch nicht die passende Waffe. Und diesmal erledigen wir ihn mit der Firewave. Dann brennt er nämlich auch so schön. Gucken wir, ob wir dahinter kommen. Na, ja, das passt. Viel fehlt nicht mehr. Einmal noch. Dies war's. Dann mal weiter am Programm. Wir dürfen noch mal so ein Teil besteigen. Das macht es eigentlich ganz angenehm, da wir uns nicht verletzen können. Ich meine, man müsste mit dem Teil hochspringen können. Ja, hat gepasst. Der ist ausgewichen. Verdammt. Ob wir rechts oder links hochgehen, ist eigentlich ziemlich egal. Jetzt sind wir draußen, dann kann eigentlich nur der Storm Eagle kommen. Dann nehmen wir schon mal Chameleons Ding rein. Hatten wir beim ersten Anlauf ja auch nicht dabei. Dann lassen wir uns mal wieder durchfüllen. Hier, ein Treffer noch. Das ging flott. Wieder drin. Ja, da laden wir uns auch mal kurz auf. Ja, ein bisschen verrissen. Voll Lebensenergie wäre nicht verkehrt. Ah, nee, schwierig. Doch, das wollen wir haben. Jetzt haben wir noch weniger Leben als vorher, nur weil ich die Energie holen wollte. Was soll's. Ist auch schon wieder das Ende des Levels. Das soll ein Gesicht erstellen, zwei Augen und ich glaube, ja, Nase, Mund, sonst Nase wird das wahrscheinlich bezeichnen, ne? Alle drei Teile müssen wir einzeln zerstören. Teilen sich aber alle die gleiche Lebensenergie. Hier dürfen wir nicht runterfallen, da unten sind Stacheln, dann sind wir da gleich platt. Das erste Auge haben wir schon mal. Und fertig.
So viel dann zu Folge 4. In der nächsten Folge beenden wir dann das Spiel. Bis neulich!